Wüstenähnliche Hitze, Wind und kein erlösender Regen weit und breit. Die Natur ist schwer mitgenommen von der extremen Trockenheit, die scheinbar kein Ende nimmt. Ich sitze hier jetzt zwar im Regen, aber das ist nur temporär. Das wird sich kaum auswirken auf die Pegel der Flüsse und Bäche. Man sieht es hier an diesem Bach, der normalerweise 30 cm mehr Wasser führt. Man sieht es auch hier am Wurzelwerk, wie viel Wasser normalerweise hier drin sein müsste. Und diese niedrigen Pegelstände, die bereiten den Kommunen extreme Sorgen. Genauer gesagt befinden wir uns an der südlichen Regnitz im Dreiländereck Bayern, Böhmen, Sachsen, in der auch die Flussperlmuschel vorkommt. Die ständig sinkenden Pegel in den Flüssen und Bächen haben sich schon länger abgezeichnet. Bereits seit März beobachtet das Wasserwirtschaftsamt Hof, wie das Wasser immer mehr zurückgeht. Deshalb gibt es jetzt einen dringlichen Appell der Landratsämter an die Bevölkerung. Da wurden jetzt schon auch Allgemeinverfügungen ausgesprochen von den Landratsämtern. Also wie Sie richtig sagen, ist das von der Regierung schon angestoßen worden. Und da sind auch einzelne Landratsämter gleich nachgezogen, haben jetzt Verfügungen ausgesprochen, wo sie nochmal darauf hinweisen, dass es eben untersagt ist, grundsätzlich erstmal Wasser aus dem Bach zu entnehmen. Und dann gibt es Ausnahmen. Das ist zum einen der Gemeingebrauch, da kann ich Wasser aus dem Bach nehmen. Aber das ist wirklich in kleinen Mengen gedacht. Da heißt es im Gesetz quasi mit Handschöpfgeräten. Die teils sehr niedrigen Pegel sind eine große Gefahr für Flora und Fauna. Wenn zu wenig Wasser bleibt, gibt es kaum eine Überlebenschance. Also grundsätzlich, wenn natürlich die Abflüsse immer weiter abnehmen, dann ist das zum einen für das Ökosystem, das Gewässer selbst schlecht und für die Lebewesen da drin. Das kann natürlich dann dazu führen, dass ich von der Artenvielfalt wieder Probleme bekomme. Und die Artenvielfalt ist einfach insgesamt wichtig, damit unsere Ökosysteme vernünftig aufrechterhalten werden. Die lange Trockenphase wirkt sich auch auf den Grundwasserspiegel aus. Der sinkt seit Jahren stetig, denn selbst mehrstündiger Regen hilft nicht, den Bodenspeicher zu füllen. Wichtig wäre mal ein langanhaltender Regen, Dauerregen, der wirklich auch dazu führt, dass der Boden komplett wassergesättigt ist und dann letztlich auch Infiltration ins Grundwasser erfolgt. Wenn man so kleinere Regen hat, dann führt das nur dazu, dass ich letztlich oberflächennah vielleicht ein bisschen die Bodenfeucht erhöhe, die Vegetation das nutzen kann. Aber dann kommt unter Umständen gar nicht besonders viel beim Grundwasser an. Grundsätzlich ist es bei uns ohnehin so, dass überwiegend über den Winter das Grundwasser gespeist wird und dort die Grundwasserneubildung erfolgt. Da ist es halt wichtig, dass wir eine langanhaltende Schneeschmelze haben. Also auch da ist es immer in den letzten Jahren ein bisschen wenig gewesen. Der Klimawandel schreitet mit großen Schritten voran. Die Hitze und damit Trockenheit und Wasserknappheit im Frühjahr und Sommer könnten sich weiter verschlimmern. Der Blick in die Zukunft eher düster. Ja, ich bin immer gern optimistisch, aber leider sagen die Prognosen Richtung Klimawandel eigentlich eher was anderes. Also das wird regelmäßig untersucht in unterschiedlichen Instituten und auch von unserem Landesamt. Und es zeigt sich schon, dass es in diesen Prognosen eher weniger wird. Und dann können natürlich einzelne Regionen schon ein Problem auch mit Wasser kriegen und ihrer Wasserversorgung. Umso wichtiger ist es, dass die Klimaziele trotz der aktuellen Lage in der Ukraine und der drohenden Energieknappheit nicht aus den Augen verloren werden.